Hi Leute, willkommen zurück hier in Breath of the Wild in der großen Wüste mit den großen Frauen, ja. Voll cool. So, ich wollte erstmal mit Terry quatschen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, diese wahnsinnige Hütze. Wow, und danke, Mann. Hab ich eigentlich wieder so einen komischen Käfer? Ah ja, ich habe wieder einen Rüstungskäfer. Ich liebe Rüstungskäfer. Ja, na klar. Ich biete Ihnen ein Abwehrgemüseomelett. Na, gib mal her, lass uns mal tauschen hier. Cool. So. Oh, vielen Dank, Mann. So, jetzt werde ich mal wieder ein bisschen was kaufen. Ich kauf was. Schnapp dir was und kauf was. Glut für... Ich glaube, wir können mir mal echt Frostlibellen. Glaube ich mal. So, Frostlibelle, davon kann man nie genug haben. Ja, komm, mal ein Fuffi für ausheben ist ja nicht ein Problem, ne? Weil ich koche mir dann echt so eine Dings, dass ich, geheilt bin oder so. Und ich hole mir noch einen Glutflügler. Einen aber nur. Ich kann mir vorstellen, wenn eine Quest war, dass die drei verschiedene Libellen will. Ihr habt bestimmt auch irgendwo eine Quest... Ich hätte gern drei verschiedene Schmetterlinge. Ja, ist toll. So. Ich verkaufe mal wieder ein bisschen was. Ich habe ja wieder inzwischen sehr viel, oh, die ganzen Echsen. Hier, sehr viel von den Kram hier. Alter. Hier, könnt doch mal hier ein bisschen was verballern, oder was? Alter, ich habe 40 Bernstein. Ja, da holt mal 20 weg. Gucken, wie viele... So, müsste 600 geben, ne? 600. Ja, klar, halt mal her. So, denn... Ups, nein, denn... Dann mach ich nochmal hier... Das ist aber schade. Dann mach ich mal hier noch einen Topaz. Na, ein Opal ist das. Ups, sorry. Na, 60 Boobies. So, habe ich gleich 2000. Ist doch schön. So, die anderen genau so wenig, ey. Das hole ich Oma eh, dass ich 10 hab. So, 180. Wuhu. Halt denn noch alle hier? Ja, hier, wisst ihr, guck mal, zwei Diamanten, ey. Die bringt zwar recht die Asche, ey, aber da habe ich nur so wenig von. Ach, ja, das ist ja unheimlich wenig. Nee, also wenn ich irgendwas über 10 habe, dann wird das einfach verscheuert. Aber okay. Gut. Alles klar. Nein, nichts. Nein. Ups. Nein. Ups. Verdammt. Falscher Knopf, sorry. So. Tschüss, Terry. Danke, Mann, für die Asche. So. Okay, ich wollte hier nochmal auch ein Wasser hier holen, ne? Im Wasser die Kiste rausballern. Wo ist die denn? Wer weiß, wer die da fallen lassen hat. Jetzt gehört sie mir. Okay, was haben wir denn da? Ja, 100 Rubies, geil. So, dann lass mich... Alter, hier wird erstmal schön Wassermelonen verkauft, Alter. Wie lästig. Ey. So, ich koch mal hier. Ich mach mal kurz so ein Dings-Trank, ne? So ein Zutatending. Also aus Insekten. Dann nehme ich einfach mal die Schmetterlinge, weil davon halt ein bisschen mehr. Oh Gott, erstmal wieder gucken, wo die alle sind. Und ich habe da bloß einen Frostflügler. Okay, dann mach ich mal das Ding hier. In die Hand, so. Eine, ne? Und dann halt so ein Standard-Ding hier. Mach ich einfach mal. Moblinhauer packe ich einfach mal rein. Und das Ding hier, so. Dadurch soll ja Medizin entstehen, ne? Mal gucken, ob das jetzt klappt. Nee. Hä, Mann, wie ist denn das normal mit. Mann, wie ist denn das normal? Insekten mit. Das war doch mit so einem Monster-Dingern, oder nicht? Hab ich da gerade gemacht. Was ist denn das, Mann? So. Ja. Medizin gegen die Wüste hätte. Medizin, mal kurz fragen. Insekten und Monsterzutaten. Hat doch gerade gemacht. Aber niemand verkauft sie. Mann. Irgendwie voll verkackt. Vielleicht darf ich nicht so viele Monsterzutaten nehmen. Vielleicht auch nur eins oder so. Okay, mach ich es nochmal. Ich habe ja hier noch von den Dingern. Also, ja. Also. Jetzt mal ganz ruhig an die Sache rangehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das ist. So, Boblinhorn ist doch eine Monsterzutat. Zusammen mit Insekten lässt sich Medizin daraus herstellen. So, dann nehme ich erstmal nur eins in die Hand. Zack. So. Und jetzt halt noch eine Frostlibelle dazu. Zack. So. Oder hatte ich gar keine Frostlibelle da drin? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte gar keine Frostlibelle, oder? Oh yeah, flop. Kühlungsmedizin. Sehr gut. Sehr schön. Eine Banane. So, dann gebe ich dir den mal. Guck mal, der mir... Oh, was machst du denn hier? Ach, hey, was ist denn los? Sabota. Wer bist du denn? Ich bin Link, Mann. Ich bin Marcel. Sag mal, bist du etwa ein Mann? Sieht man das nicht? Ja, schon. Einfach Wiedersehen. Alter, du definierst mein Gender. Tschüss. Haus einfach. Aber ein ziemlich mickriger Mann. Ey. Oh, entschuldige. Ich bin Powder. Ich komme aus Gerudo-Stadt. Dieser dumme Brauch. Ich hab's langsam satt. Ja, doof. Ne, Brauch? Ja, ein Hylianer wie du hat damit eigentlich nichts am Hut, aber... Wenn jemand im Gerudo-Stamm mein Alter erreicht, fangen alle um sie herum an, sie zu nerven. Weswegen denn? Das weißt du nicht?
Wenn ein Gerudo ins geeignete Alter kommt, verlässt sie die Stadt und sucht in der weiten Welt ihr Glück. Ach, deswegen haben wir so viele Leute schon rumrennen sehen. Ist das cool? Unser Stamm besteht nur aus Frauen. Ah, deswegen Glück, verstehe ich schon hier ein bisschen hier, ne? Deshalb ist das auch die einzige Gelegenheit für uns, einen Mann zu finden. Das Problem ist, dass ich nirgendwo Arbeit finde. Ich bin zwar eine geschickte Schneiderin, aber diese Kunst scheint im Moment nicht sehr gefragt zu sein. Und solange ich hier nicht wegkomme, lerne ich natürlich auch keinen Mann kennen. Gibt es denn irgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde? Oh, ist das eine Quest? Nee, vielleicht später. Okay, das ist ja geil, der Brauch. So, dann nehmen wir bei dem Typen hier seine Medizin, dann kann er wieder weiterfliegen. Oh, was ist... Ja, hier ist die Medizin, das ist für dich. Kann es denn wahr sein? Jetzt kann ich die Wüste durchqueren, solange es noch hell ist. Nimm dies im Austausch für die Medizin. Fuffi. In der Sprache der Gerudo sagt man Sarg-Sarg, um sich zu bedanken. Okay. Sarg-Sarg. Ein Mittel gegen die Hitze. Geschafft. Okay. Sehr schön. Schade, dass hier kein Schrein in der Nähe ist, ne? So, was haben wir da? Ja, wer ist da oben? Das ist doch... Das ist doch ein Mann! Oder was ist da? Was machst du da oben? Okay, die dürfen ja auch Männer sein, ist ja alles klar. Hallo. Nobiro. Dieser Sandsturm soll angeblich jeden Tag mehrere Stunden lang abflauen, aber bisher merke ich davon nichts. In den Tiefen des Sturms sollen die Schätze einer vergangenen Zivilisation versteckt sein. Deswegen stehe ich hier und warte, dass der Sandsturm nachlässt, damit ich mich auf die Suche machen kann. Vielleicht bin ich einer Fehlinformation aufgesessen. Hm? Ach, und wer bist du eigentlich? Okay, verschwinde, Sandsturm. Ja. Okay, da müssen wir hier echt warten, wa? Oder vielleicht kriegen wir aber noch eine Information, wann der halt wirklich verschwindet. Oh Gott, da ist die geile Stadt. So, hier ist noch einer. Mal ein bisschen quatschen hier. Hallo. Ja. Robsten. Hm? Wer bist du denn? Ein Reisender. Oh. Ich gehöre zu einer Gruppe von Kaufleuten. Wir wollten nach Gerudo-Stadt, um dort Handel zu treiben, aber anscheinend dürfen nur Frauen in die Stadt. Der ganze Weg umsonst. Unser Anführer ist schon vor Gerudo-Stadt und versucht, einen Weg in die Stadt zu finden. Oh. Aber wenn er Erfolg gehabt hätte, wäre er sicher schon wieder hier. Ah, okay, wir werden also noch irgendjemanden treffen. Was ist da oben? Nee, ich geh mal kurz hochklettern. So, ich weiß nicht, ob ich mir noch mehr Medizin holen sollte, falls es echt zu heiß wird. Oder so. Ist ja bestimmt so, bloß. Ja, dann mache ich mir noch mal irgendwas. Und dann mal irgendwas Leckeres machen. So. Und hier oben ist bestimmt ein Krog. Hier oben ist gar nichts. Oh Gott, da kommen wir nicht hin. Irgendwo ein Schrein? Ja, da wird halt ein Schrein sein, ne? Bloß mit Sandsturm-Action. Nee, das ist eine Höhle. Mit Sandsturm-Action wird da nichts zu machen sein. Vorerst. Gut, dann... Ah, da hinten haben wir einen Schrein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Natürlich voll am Eingang der Stadt. Einfach mal... Tada! Einfach mal markiert. So, gut. Wo ist denn jetzt der Weg? Ups, wo ist denn jetzt der Weg abgeblieben, wo ich von abgekommen bin? Ah, okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, soweit, so gut. Alles cool. Schöne Oase. Schöner Umschlagplatz. Machen wir uns mal weiter auf den Weg zu den Gerudos. Oh, ich sehe gerade, auf der Karte ist zwar ein Weg, aber hier ist ja kein richtiger Weg. Na doch, warte mal, hier ist noch... So. Okay, gut. Let's go, man! Oh, da ist ja... Doch, da ist noch ein Reisender. Ne. Guck mal, Apple. Aua! Es ist zu heiß! Kann ich mich ausziehen, sag mal? Ich will mich ausziehen. Wartet mal. Wenn ich mich ausziehe, ist er doch bestimmt wieder... voll... Richtig krass. So. Nö, kannst du vergessen. Mir ist immer noch warm. Vielleicht ist das Tuch auch der Fehler. Nee, mir ist immer noch warm. Okay, ich muss mir erstmal was kochen. Aua, aua, aua. Das geht nicht. Da ist er schön nackt rum, Alter. Da ist er schön bräun. Na klar, man will da braun werden, ne? Aua, wie man da Damage kriegt. Okay, ist aber wieder Feierabend. Gut, okay. Ja, ich glaube mal, in so ein Ding reicht doch komplett aus. Weil, ja, das ist ja nicht lange. Und ich denke mal, irgendwie in der Stadt oder so werde ich bestimmt wieder irgendwas kriegen. Schätzungsweise eine Rüstung. Weißes Schleimgelee halt, also hier sammelt. In die Hand. Das mag mal wieder ein bisschen. Ich glaube, ich habe vorhin einfach aus Versehen die Libelle ja nicht ready gemacht. Ich Trottel! So. Zack. Okay. Mal 15 Sachen, mal gucken, ob das funktioniert. La la la. Yeah, yeah. Oh, 7 Minuten. Geil. So, dann lass mal hier schnell. Alter, hat Link vorhin den Sixpack gehabt. Alter, guck das mal an. Alter, ohne Holzkelle. Bräuchte ich nicht. So, dann mal kurz hier eingenehmigen. Drinking. Ja, geil. So.
Okay. Ja, warte mal, so können wir nicht durch die Wüste gehen. Das geht so nicht. Also es ist zwar sehr warm, das ist ja in Ordnung, bloß das Ding muss ich aufsetzen, sonst Hitzestich, ne? Man muss ja ein bisschen sich schützen. So. Ja, Gerudo sind speziell. Hallo? Wie siehst du denn aus, Mann? Der Wüstenbazar ist immer voller Gerudo. Da kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und wo wir von Staunen sprechen, was würdest du zu ein paar netten Ausdauerschrecken sagen? Na, dann wollen wir mal Handel treiben, damit das klar ist. Bei mir gibt's nur Zutaten, keine Fertiggerichte. Oh, warum? Ja, Ausdauer ist doch cool. Ausdauer-Dinger. Warum nicht, ne? Ich meine, dann kann ich mal wieder ein schönes Ausdauer-Ding machen, um, gekocht, da gibt es eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Ja, kann ich mal wieder ein bisschen was machen, um hier da den, immer noch den Einschreien auf den Zwergspitzen zu machen, ne? So, sonst noch irgendwas? Komischer Typ? Nö. Holzfälle brauche ich nicht. Nee, alles klar, gut. Danke, Mann. Danke, Mann. So. Wir gehen weiter. Jetzt heile ich das hier alles aus. Nur 7 Minuten lang, richtig cool. So. Bam, 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 bam. Ich bleib mal auf der Karte so ein bisschen an dem Weg orientiert. Guck mal, der Boss sagt, wenn wir den Boss finden. Ob dem was eingefallen ist, wie man da reinkommt. Ja, bestimmt. So. Ah, die Wüste, ey. So. Heute ist wieder so heiß. Hallo. Ey, warum hast du kein Shirt an? Du bist ein harmloser Reisender, oh, oder? Du musst wissen, ich bin inkognito unterwegs. Eigentlich bin ich eine Soldatin aus Gerudo-Stadt. Ach du Scheiße. Merkt man auch nicht an den Waffen oder so. Es gibt da eine Horde von Banditen, die sich die Jigabande nennt. Und in den Frieden den Frieden unserer Stadt gefährdet. Wegen ihnen gibt es in Gerudo-Stadt gerade diverse Scherereien. Sie sollten sich als Reisende ausgeben und Unheil stiften. Sie sollen sich das, was sollen sie tun? Deswegen bin ich auch wie eine Reisende angezogen. So kann ich unauffällig ein Auge auf Banditen haben, die sich als Reisende verkleiden. Oh Gott, die Jäger. Die ist auch voll gemein. Erstmal richtig schön das Shika-Symbol verkehrt herum. Von wegen, ja, wir sind dagegen. Deswegen machen wir das hier schön andersrum, um das zu zeigen. Spinnerbande, ey. Naja. Okay, ist das ein Donnerschrein? Nee, das ist eine Echse. Ein Chamäleon. Okay, gut. Schön durch die Wüste wandern. Oh Mann, wenn ich das in 6 Minuten nicht irgendwas kriege, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Schrein in der Nähe, ich weiß. So, mal gucken, ob man uns da einfach rinnen lässt oder was zu sagen. Aha, du rennst oben ohne rum, du musst ein Mann sein. Raus. Oh, was ist das denn da? Eine Schatztruhe. Halt. Halt, das ist doch bestimmt ein Fake. Aha! Alter, da hat er genau gewusst. Die war so komisch eingegraben. Nochmal, lass ich mich nicht verarschen. Octorok-Auge. So. Okay. Schreien, ich komme. Wollte mich verarschen, wisst ihr, Leute? Nee, so nicht mehr. So nicht hier. So. Uah! Ein Elektrotyp. Uiuiui. Oh, was war denn hier? Eine Ruine. Oh, da sind lauter Viecher drin. Okay, ich habe Angst. Ich hab Angst. Da ist noch eine. Wo willst du hin? Renn einfach weg. Na, okay. Lassen wir sie ziehen. So, schreien. Oh Gott, ich bin echt gespannt. Ich geh gleich mal da. Oh, da sind auch schon Wachen. Keine Chance, Mann. So. Okay, erstmal kurz. Wer ist denn bitte? Du musst der Händler-Boss sein, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Erstmal ein Kuku-Shizi-Schrein. Was ist da los? Hallo? Oh, jemand Neues. Kann ich etwas für dich tun? Bist du am Glotzen, Mann, du alter Schlingel? Was? Niemals, Mann. Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar ihr Anführer. Alles klar. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten, ey. Und deswegen bist du am Glotzen. Mann, ich stelle doch nur Nachforschungen an. Nachforschungen, Mann. Ach, ist mir egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man in die Gerudo-Stadt hineinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar? Oh. Hehe, dann lass mich dir meine heldenhafte Geschichte mal erzählen. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbazar und Gerudo-Stadt hin und her reisen. Okay, auf den warte ich hier. Aha. Männer verboten. Okay, verstehe. Neuer Zielpunkt sogar. Ja, erstmal den Schrein hier machen. Kann ich mich immer wieder herbeamen? Okay, es gibt hier. Okay, auf den warte ich. Na gut, dann gucken wir den gleich mal, suchen wir den gleich mal. Das ist geil, ey. Man ist so lustig. Okay, ich gehe ja trotzdem erstmal kurz zur Tür und lass mich.
Vielleicht, weil, ja, vielleicht haben die Gerudo auch noch Angst, weil Männer halt Arschlöcher sind und so was alles, wissen wir ja. Und vielleicht, ich frag einfach mal ganz nett. Dann sag ich, hey, ja, ich bin zwar auch ein Mann, aber komm schon, Mann, ich bin doch nett. Wenn sie mich doch trotzdem rausschmeißen, dann halt nicht. Willkommen, Pilger. Achso, ups. Ich hab ganz vergessen zu überspringen. 5-mal Eisen. Was ist das denn hier? 5-mal Eisen? Ich muss anscheinend irgendwie eine Connection machen? Was ist denn das hier? Ja, sieht so aus, ob hier... Okay, muss irgendwas denn sein, was die Leitungen weiterhin verbindet, ne? Würde ich mal behaupten. Aber das ist da? Ist das ein Schalter? Nee. Hätte sein können. Pfeil wieder mitnehmen. Nee, das ist der, wo das hin muss. Okay, also wartet mal. Dann muss ich mal kurz gucken. Ja, hier sieht man das. Alles klar. Hier ist ein Fass. Wenn ich das hier hinstelle, dann ist es weiterhin verbunden. Das bringt mir erstmal so nichts. Bringt mir das was? Ich hab hier nicht genug Eisendinger, ne? Aber wenn das hier lang geht... Nee, okay, muss ich mal gucken, wo finde ich hier noch mehr Eisen? Um eine richtig schöne lange Brücke zu bauen. Da ist noch so ein fetter Klotz. Okay, der ist ja... Okay, der wird ja ins Ziel verbinden. Den muss ich irgendwo richtig bestimmt irgendwo geil zentral hinstellen. Dass er ins Ziel verbindet. Oder, nee, das geht auch nicht. Nee, das geht nicht. Warte mal, dann kann ich aber... Ein so ein Ding kann ich schon mal machen. So. Und abstellen. Aua! Erstmal voll Elektroschocks. Kann ich jetzt... Okay, gut. Ach, was soll's. Mein Hitzeschutz ist bald weg, ne? Das ist ganz schlecht. Na gut, das habe ich halt hier noch, was? Kann ich mal ganz kurz, Also hier bräuchte ich wieder die fette Kiste. Aber hier ist ein Fass ausreichend. So, ich glaube, ich sollte das allgemein, mit dem Magnetding machen. Sonst krieg ich immer eine gewischt, Alter. Das geht nicht. Boah, vor allem das Ding, ey, wirklich. So, jetzt mal schnell hierher. So. Und dann natürlich das Ding da hinten hinstellen. So, na komm. So. Yeah. Und das ist natürlich auch Eisen, ne? Ganz klar. Man dient natürlich auch, um Strom weiterzuleiten. Ja, lass mal gucken. Hm? Ein Elektroschwert, boah. Geil. So, 5-mal Eisen. Jetzt haben wir, 4-mal Eisen haben wir jetzt. Jetzt kann ich auch hier aufhören. Jetzt muss ich bloß noch zur anderen Seite. So, hier muss der fette Stein hin. Damit hier auch alles schön connected ist, okay. Hier passt die Truhe gut hin. So. So, komm mal her, du dicke Ding. Okay, aber auch ein gut zu verstehendes Rätsel. Oh, ich sehe gerade, da oben ist auch noch ein Schalter. Sehe ich gerade. Oh Gott. So. Warte, was ist das hier für ein Schalter eigentlich? Ach so, okay, der ist... Ach so. Okay, ich brauche 2 fette Dinger und der andere ist da hinten. Alles klar, kein Problem, kein Problem. Du kommst mit. Ups, halt nicht die Kontakte auseinander machen. So. Zack. Jupp, dann nochmal ein so ein Ding. Und dann bräuchte ich doch nochmal das fette Ding für was anderes. So. So, dann muss der Block erstmal, weil hier nützt er noch nichts. Hier bringt er noch nichts, Mann. Der muss erstmal hier rennen. Yeah. Doch. Jawohl. So. Und jetzt habe ich... Aua. Oh, der Strom macht ja richtig übel. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier noch... So, einmal muss der dahin, weil da müssen 2 Schalter gleichzeitig aktiviert werden, nicht wahr? So. Jetzt nochmal die andere Brücke wieder hinbauen. Ne, oh, reicht sogar so. Schön. Schön, schön, schön. Talalada. Nice. Alter, voll cool. Sehr schönes Rätsel, muss ich ja sagen. So, heißt das, den kriege ich noch irgendwie was zum Isolieren? Das wäre schön, ey. Weil mir fehlt noch die Isolierjacke, wenn du so willst, ne? So, okay, gut. Ah, untersuchen. Sehr schön. Und swing. Noch ein Schrein, Leute, und wir kriegen wieder einen neuen Herzcontainer. Da freue ich mich doch auch schon drüber. Haben wir 11 Herzen. 11. Zeichen der Bewegung. Ah, schon wieder vollgefüllt. So, ich muss jetzt hier also irgendeinen Typen suchen, ey. Waffen mit Todesstoßeffekt. Führst du mit dieser Waffe eine Angriffskombination aus, verursacht der letzte Treffer doppelten Damage. Oh.
Sehr schön. 43 Schreien. Habe ich beim letzten Mal irgendwann gesagt, 40 wären ein Viertel von 120? Keine Ahnung, wieso, ist natürlich ein Drittel. Mensch, 3 mal 40 sind 120, also ein Drittel. Ja, wisst ihr gar nicht, was da los war. Leute, was fragt doch mich nicht, was damals los war. Ja? Vielleicht war ich einfach wieder Brain AFK. Das ist leider echt heiß. Ich muss mal gucken, so, der soll irgendwo hier sein? Der da wegrennt, oder was? Bleib sofort stehen! Bleib sofort stehen! Weil er sagt ja ein Mann. Oder vielleicht ist es ja kein Mann, wartet mal. Vielleicht ist es ja keine Frau, oder? Vielleicht ist es ja ein Kerl, der sich als Frau verkleidet und das ist sein Geheimnis oder so. Ja, der rennt so komisch. So rennt doch keine Frau. Moment. Aber bleibst du mal stehen! Mann, du, Alter! Oder du Alte! Der hat doch so eine ganz komische Frisur, oder? Oh, meine Ausdauer. Ah, nee, doch, ist eine Frau. So, hallo! Ah. Was ich hier tue? Was tue ich jetzt bloß? Ein Mann hat mich angesprochen. Beruhige dich, Kira. Am besten grüße ich ihn einfach freundlich. Savak. Savak? Heißt er nicht Danke? Freut mich dich... Warte, das heißt doch Danke, oder? Freut mich dich kennenzulernen. Mein Name ist Kira. Ich bin vom Stamm der Gerudo. Sobald die Wa'i unseres Stammes ein bestimmtes Alter erreichen, ziehen sie in die Welt hinaus. Und zwar auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Mit etwas Glück findet man dazu auch noch einen Mann, den Mann seiner Träume. Seit dem Augenblick, an dem ich dich erblickt habe, weiß ich es. Willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Naja. Also, ich habe nicht 10 große Frauen, weil ich ja knapp 2 Meter groß bin, aber... tut mir leid, also... Ach, wow, das ist Schicksal. Guck mal, da komm. Deine Antwort kann ich nicht trauen. Meine Waber sagt immer, ich soll mich vor Männern in Acht nehmen, die zu leichtfertig mit vom Schicksal sprechen. Vergiss ja bloß, was ich gesagt habe. Lebe wohl. Savork. Savork. Ah, wo ist mein Traumboy? Ein Traumboy, Alter, bestimmt. Was ist das da eigentlich für ein... Für ein Dings hier? Sieht doch auch aus wie so ein... Oh Mann, jetzt muss ich hier auf... Oh Gott, was war das? Hey, das ist da ein Stinksstein? Nee, achso, oh mein Gott, ich hab wieder Hitze, oder? Oh Gott. Ah nee, warte, jetzt ist ja gerade Nacht. Jetzt wird's ja Nacht. Jetzt ist ja kalt. Ja, okay. Oh, nachts ist schön kühl hier. Gut, muss ich mir was einfallen lassen. Verdammt, ey, soll irgendwo einer vorbeirennen, hin und her rennen. Was ist denn das? Vielleicht ist es an den Ruinen oder so? Ich muss. Echt, oh, scheiße, ich muss die Nacht echt nutzen. Okay, der nächste Zielpunkt ist halt echt bei dem Typen da. Ich frag einfach mal ganz freundlich. Was ist denn da? Was ist denn das da? Was ist das? Was ist das denn? Alter! Hierher! Saba! Walrosse! Sag nicht, dass du zu Fuß durch die Gerudo-Wüste gekommen bist. Ja, zu Fuß. Durch den Sand zu laufen war sicher sehr anstrengend. Bei uns reist man eigentlich immer per Sandrobbe. Ist ja geil. Ich bin Freier. Mir gehört der Sandrobbenverleih in der Stadt. Es gibt nicht viele zahme Sandrobben. Daher ziehe ich wilde Sandrobben auf und trainiere sie. Wenn du etwas über Sandrobben wissen möchtest, frag mich. Ich sehe vielleicht nicht nach einem Sandrobben-Trainer aus, aber meinen Fähigkeiten kannst du vertrauen. Cool. Und erstmal, hallo. Ich hab bitte Einlass. Stehen bleiben. Was glaubst du eigentlich, wo du hingehst, hä? In die Gerudo-Stadt? Ein Woi darf Gerudo-Stadt nicht betreten. Fort mit dir. Okay. Mann. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht? Was ist denn los? Saba. Ja, wir sind immer noch höflich. Tut mir leid, aber die Tradition der Gerudo erlauben es nicht, dass Minderjährige in Kontakt mit Männern kommen. Ach so. Daher kann ich es dir nicht erlauben, Gerudo-Stadt zu betreten. Wenn du Reisevorbereitung treffen willst, solltest du es an der Oase am Eingang zur Wüste versuchen. Man nennt sie den Wüstenbazar. Wo, was? Einfach nur, woi. Bei der Aussprache müssen deine Zähne die Unterlippe berühren. Woi. In deiner Sprache bedeutet es Mann. Und da wir schon einmal dabei sind, eine Frau heißt Wai. Na, die Gerudo-Sprache ist doch ganz einfach, oder? Ja, klar. So, du wirst bestimmt dasselbe labern, oder? Moment mal. Männer dürfen Gerudo-Stadt nicht betreten. Hier sind nur Frauen erlaubt. Okay. Frauen? Was Frau bedeutet, ist doch klar. Du kannst nicht mal Mann und Frau unterscheiden. Wann willst du unsere Stadt? Das habe ich gern. Okay, tschüss. Also merkt ihr das. Frauen dürfen rein, Männer müssen draußen bleiben. Wir müssen uns irgendwie zur Frau machen, Leute. Ich weiß bloß nicht, wo der nächste Geschlechtsumwandler hier sein Zelt aufschlägt. So, langsam wird mir wieder ein bisschen zu heiß hier, ey. Aber naja. Hallo.
So, wenn du über die, frag mich, ich sehe vielleicht, ja. Wie fängt man denn eine? Sandrobben sind sehr geräuschempfindlich. Nähere dich ihnen also ganz langsam und ohne ein Geräusch zu machen. Das dauert ewig, also mieten wir Gerudo meist einfach eine. Aha, ducken. Ja, okay. Anstatt lange darüber nachzudenken, solltest du es lieber einfach ausprobieren, alles klar? Wie führt man eine? Wenn du erstmal eine Sandrobbe gefangen hast, musst du sie nur noch in die richtige Richtung lenken. Aber, du brauchst einen Schild, um mit einer Sandrobbe reisen zu können. Wieso? Sandrobben lenken, du benutzt einen Schild. Wieso? Okay. Am besten probierst du es einfach aus, aber bei Fragen kannst du immer zu mir kommen. Na gut. Okay, so, du bist doch ein Mann, oder? Hm, mein Verleih befindet sich innerhalb der Stadt und du darfst ja nicht hinein. Ach so, okay. So, warte mal, sehr geräuschempfindlich. So mache ich auch jetzt fast keine Geräusche. Mal gucken. Dup-di-du. Dup-di-du. Ja, Mann, ey, Leute, ich muss was einfallen lassen. Wenn die Nacht vorbei ist, dann wird sie wieder übelst heiß. Das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch gut aus. So, wenn er nicht gerade irgendwie abhaut. Moment, komm mal her. Komm doch mal her. So, Achtung, und ich muss wieder... Ah ja, festhalten, okay. Also auf A festhalten, ganz ruhig. Oh, oh! Ach so, deswegen. Boah, sehr geil. Hui. Warte mal, ist kalt. Ich muss mich mal schnell anziehen. So. Ach, wie cool. Okay, wo ist... Ja, hm. Wo reist man denn jetzt hin, ey? Um hier den gewissen Typen zu treffen. Hui. Wum, 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 wum. Ist hier irgendwo was? Ich halte einfach nach irgendwas Ausschau. Alter, die krassen Ruinen hier ist ja auch cool. Oh Gott. Oh. Ah. Oh. Ich glaube, hier ist nichts, glaube ich. Verdammt. Okay, okay, gut, ich halte mal. Also zwischen Gerudo-Stadt und der Oase soll irgendwo so ein Typ rumrennen, der das Geheimnis kennt. Ich schätze mal, dass sie einfach als Frau verkleidet. Ganz im Ernst. Und die Gerudo checken das nicht. So, ich bleib mal auf dem Wege. Halt mal einfach hin. Das sieht doch auch so komisch aus da. Was ist das hier für ein Ort? Wum, 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 wum. Ist hier irgendjemand? Hey, hier sind... Oh Gott. Hallo Leute, Hallöchen. Habt ihr irgendwo ein... Ja. Oh nein. Hey. Ah. Mann, du volle Sau. Alles versaut hier. So, komm her. Okay, down. Okay, jetzt wieder Hörner. Ah, wie krass, ey. Das ist ja cool. Jetzt haben wir eine Truhe. Was willst du denn, Mann? So, au, voll kaputt gebasht. So, nehme ich einfach mal das nächste Ding hier. Danke darum, Mann. So. Zack, 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 zack. Der mit dem, der Lanze hier, danke, Mann. Oh. So. Bams. Nicht drin, na toll. Holzpfeile, 10 Stück. Okay. Hier ist aber auch niemand. Erstmal mein Sandvieh. Okay, Ach. Menno, Menno, Menno. Aber wir haben doch eigentlich gar keinen gesehen, ne? Oh, was ist das? Was ist das da? Ja, nee, ist ja auch bloß eine. Ist auch bloß eine Reisende. Oh, komm, 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 komm. Uah. Hey, da ist ein Schrein da hinten. Oder? Staub hier mal kurz weg. Da ist echt ein Schrein. Hey, das ist doch dieser. Der Sandsturm ist weg! Der Sandsturm ist weg, Leute! Okay, vielleicht schaffe ich es noch zum Schreien. Weil ich glaube, dass... Ich muss erstmal gucken, wie ich das mache mit dem Mann da. Okay, ich muss das schaffen. Für ein paar Stunden nur. Vielleicht, hoffentlich war 23 jetzt der Zeitpunkt, hoffentlich. Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, werde ich halt von Sandsturm verschlungen. Und werde sterben. Okay, aber... Wie ist denn das Rätsel noch gelöst? Und dann ist der Part schon wieder vorbei. Eigentlich ist er schon vorbei, aber... Da will ich jetzt noch schnell hin. Mist, ey. Vielleicht jetzt hier irgendwie... Vielleicht gehe ich einfach wieder zurück zur Oase und frage da nochmal nach. Hm, da ist der Turm.
Da komme ich jetzt eigentlich auch locker hin, ey. Vielleicht liegt einfach, weil der da gleich ist, und gleich liegt ich da einfach hin. Weil der Sandsturm ist halt weg. Schrein in der Nähe, gut. Oder? Oh Gott, nein. Okay, es ist gleich eine Stunde um. Aber es hieß schon ein paar Stunden, ne? Mal schauen. Oh, geil, der Turm, ey. Da haben wir gleich noch ein neues Gebiet. So, und ist ja. Ey, Leute, haben wir nur einen Herzcontainer gleich wieder, ne? So, ach Mensch, hallo, was willst du denn hier? Dem Scheißbogen. Der, wo. Der, wo ist er? Wo ist der Schrein? Dann bin ich jetzt falsch gelaufen. Bin ich an ihm vorbei? Ja, ich bin an ihm vorbei, oder? Ja, ich bin an ihm vorbeigelaufen. Ganz klasse. Ja, hier will ich jetzt nicht unbedingt rein. Dumm. Dumm. Das ist komische Mucke. So, dann kommt der Chavik aber. Sorry. Oh, der ist irgendwie hier drunter oder so. Oder hier oben drauf, kann auch sein. Nee, ich hab den aber gerade eigentlich zwischen Säulen gesehen. Ich hab den doch gerade gesehen. Ich hätte mich markieren sollen. Ich Arsch. Ich Arsch. Schon wieder. Naja, okay. Und. So. So, wo haben wir den denn? Oh, hier haben wir erstmal einen Grog. Hui. So, die Richtung scheint ja auch zu stimmen. So. Komm mal her. Du musst hier oben rauf. So. Und zack. Yeah! Hallo! Ja! Oh Mann. Okay, Mann, ich will da bloß mal irgendwo speichern. Wo ist der denn? Da ist er. Okay, Leute. Nee. Bam, badam, bam, bam. Ich hab so einen ganz anderen Kram. Hey, ist wieder so ein Walross. Eine Robbe, besser gesagt. So. Also, da gehe ich noch ganz schnell rein und dann ist aber. So. Dakotawa-Schrein. Sehr gut. Oh, cool. Cool, cool. So. Und verschwinde sein Sturm. Geschafft. Nice. Ich verschwinde jetzt auch, Leute. Aber erst bis zum nächsten Part wieder, ne? Bis dann, Leute. Ciao.